sind heute mal draußen spazieren. Am Meer. Wir gehen gerne spazieren. Nicht immer am Meer, mal durch den Wald. Aber heute wollten wir mal ans Meer. Ich sitze die letzten Tage nur am Computer, schneide meine Videos, weil ich keinen Elan habe und keine Kraft, was anderes zu machen. Aber heute geht's schon wieder. Meine Kopfschmerzen sind besser. Und ich fühle mich nicht mehr so belastet in der Lunge. Wir wollen heute noch Kekse backen und den Tannenbaum schmücken endlich. Sef schmückt gerade fleißig den Tannenbaum. Wir haben solche kleinen Mini-Kugeln. Ja, die sind handgemacht. Echt? Ja, die sind mundgeblasen. Wow. Und die sind von meiner Oma. So kleine Sterne. Ja, genau. In ganz verschiedenen Formen. Mhm. Und dann haben wir hier noch so ein... Das ist auch von meiner Oma. Das ist gehäkelt. Gehäkeltes? Wir haben jetzt eine 10 Meter Schnur da dran. Holy shit, ey. Ist einfach viel leuchtender. Wie krass ist das denn? Wir haben die einfach komplett verbraten, die 10 Meter. Auf diesem 1 Meter Baum. Ja, aber ist doch viel schöner, oder ne? Eigentlich ist das schöner. Hey, das sieht super aus. Hallo? Ja, so muss das. So, ich bin jetzt eigentlich in der Küche und mache Kekse. Ich werde schon seit Tagen Kekse backen, aber wenn man krank ist, kommt man zu nichts, soll ich sagen. Ich muss noch gerade schon in der Hälfte des Spaziergangs umdrehen, weil ich gesagt habe, ich kann nicht mehr. Sorry, das war's für mich heute. Super, machst du das. Lichter sind sehr angesagt dieses Jahr, habe ich gehört. Lichter? Ja, na, Tannenbäume, die nur Lichter dran haben und keinen Schmuck sozusagen. Finde ich auch schön. Nur grün und Lichter. Sehr natürlich. Ja, aber dann ist der Schmuck traurig, dass er dieses Jahr gar keine Aufgabe hat. Das stimmt. Hallo, willkommen in meiner Küche. Ich habe gerade Mehl, Kakao, Backpulver und Salz gemischt. Jetzt mache ich gerade Butter und Zucker auf dem Herd warm in einer kleinen Schüssel. Ich mache nämlich Mürbeteigkekse. Wahrscheinlich macht man das nicht so, dass man die Butter erwärmt. Ich hätte gern, dass sich der Zucker löst und das geht einfach viel besser in warmer Umgebung, sage ich mal. Zum Beispiel in warmer Butter. Ja, dann muss ich das nur noch zusammenkneten und dann stelle ich das eine Stunde kühl und dann können wir das backen. Freue mich schon. Okay, es ist ungefähr eine Stunde später. Ich habe einen Schokokuchen gebacken. Ich dachte, wenn ich schon mal dabei bin und so weiter. Sammy macht sich hier gerade eine Mandarine. Und unser Kuchenteig ist fertig. Der ist eine Stunde lang im... Kuchenteig? Quatsch, Keksteig ist fertig. Nee. Wir haben den eine Stunde in den Kühlschrank gestellt zum Abkühlen. Das ist halt so ein Mürbeteig mit Schokoanteil, also mit Kakao. Ich setze den jetzt hier einfach auf das Brettchen und schneide so halbe Zentimeter dicke Scheibchen. Das ist die simpelste Art und Weise, Kekse zu machen. Man muss das nicht ausrollen, man muss das nicht ausstechen. Also es ist sehr, sehr simpel und schnell. Und außerdem mag ich den, also ich mag so Mürbeteigkekse. Was willst du von mir? Ja, will das Ende der Rolle nicht. Das mache ich jetzt weg. Mach ich jetzt mit so einem Jungen, der das Ende der Rolle nicht will. Ich habe nicht gesagt, dass ich das nicht mag. Ich sagte, du sollst das nochmal durchschneiden. Ach, durchschneiden soll ich das? Ist doch aber an sich ein kleineres Stück. Weißt du, was ich meine? Du machst das schon. Ja, weiß ich doch. Du weißt, das ist hot, ne? Das ist hier hot, hot, hot. Hot, hot, hot. Aua. Spaß. Okay, das backen wir jetzt. So 15 Minuten auf 180 Grad. Ich mache auch gerade schon Suppe. Hühnchensuppe mit Sellerie und Brandteigklößen. Brandteig aber natürlich nicht süß. Und es ist schon 18.18 Uhr. Und wir wollen vielleicht nochmal zum Supermarkt. Hallo, wir waren spazieren. Ich habe jetzt sogar 10.000 Schritte. Könnt ihr es glauben? Wir waren spazieren und bei Edeka. Sef hat einen Brief abgegeben. Wir haben gekauft. Kleiner Haul. Eine Hafermilch. Die trinke ich im Moment gerne mit einfach Haferflocken. Ich esse die quasi wie Cornflakes. Haferflocken, Schüssel, Milch. Es wird sich keine Mühe mehr gemacht, was das Porridge-Kochen angeht. Obwohl das bestimmt bekömmlicher ist, Haferflocken zu kochen, anstatt sie einfach so in sich reinzuschaukeln. Dann hat Sef eine Diet-Brause mitgenommen. Die schmeckt wie Sprite im Grunde genommen, ne? Dann haben wir nochmal so ein Brötchen mitgenommen. Sowas ähnliches hatten wir letztens bei Kaufland gekauft und war ganz praktisch und gar nicht so schlecht. So, dann habe ich ein paar Bananen. Normalerweise kaufen wir Bio-Bananen oder irgendwas ähnliches. Aber die waren so grün und ich wollte aber gelbe haben für meine Pancakes. Dann haben wir einen Camembert, Backcamembert. Sowas ist natürlich nur Sef, sowas esse ich nicht. Keine Ahnung warum. So, dann hat Sef sich Aufschnitt gekauft. Gutfleisch, Schlemmersülze. Ihhh, weil du wüsstest, wie die heißen, würdest du die nicht essen. Dann haben wir uns Lungenwurst geholt. Lungenwurst ist gar nicht so schlecht, Leute. Probiert die mal. Dann habe ich meine Lieblingsschokolade mitgenommen. Zetti 85%.
nur 12 Gramm Zucker und vor allen Dingen für laktoseintolerante Leute wie mich geeignet. Mit Joule-Datteln. Die möchte ich gerne mit Mandelmus füllen und mit Kuvertüre umhüllen. Und dann aus der Kühltruhe, Leute, das beste Dessert, die beste Süßigkeit ever. Butter, weil ich heute fast ein ganzes Stück Butter verkocht und verbacken habe in meinen diversen Kochanwandlungen. Und dann hat Sef sich noch ein Bier mitgenommen. Das stand da rum, ne? Glühbirpunsch. Störte ja, weg. Ja, keine Ahnung. Muss ich mal probieren. Ja. Ja. Ich muss erstmal was trinken, Leute. Stay hydrated, vor allen Dingen, wenn ihr krank seid. Ihr wisst ja, der Körper braucht viel Flüssigkeit. Unsere Lieblings-Vlogmas-Vloggerin, Remy Cruz, hat nichts hochgeladen. Es ist schon nach 20 Uhr. Das heißt, wir müssen uns jetzt was Alternatives überlegen. Ein Weihnachtsfilm vielleicht, Seth. Kevin allein zu Hause, ne? Ich sehe es schon. Seth ist so ein Kevin allein zu Hause. Mensch. Der Kuchen ist ganz gut geworden, Leute. Ich habe ein Drittel gemacht. Bei manchen Rezepten steht nämlich oben eine Portion oder werden, weiß nicht, 20 Kekse. Und wenn ihr dann einfach die Zahl verändert, dann kriegt ihr halt was anderes raus. Und eigentlich waren da 3 Eier wären in dem vollen Kuchen drin gewesen. Ich habe es einfach gedrittelt, das Rezept. Ich hoffe, ihr wisst, wie das geht. Anstatt, dass da eine 1 steht, steht dann da 0,33. Und dann habt ihr das ganze Rezept mit einem Ei. Ich habe irgendwie gar nicht so Hunger. Ich fühle mich nicht so gut, Leute. Immer wenn ich 10 Tage nicht ins Gym gehe, dann fange ich an, mich nicht so gut zu fühlen. Und es ist nun mal schon über 10 Tage her. Ich fange dann an, naja, mich mental etwas scheiße zu fühlen. Und wenn ich einmal ins Gym gehe, dann geht es mir wieder gut. Dann ist mein Level an Happiness wieder gegeben. Aber Leute, 10 Tage ohne Gym, da öffnet sich der Boden etwas nach unten. Ja, also wenn ihr damit Probleme habt, versucht es mal mit Gym. Christ. Da helfen auch keine 10.000 Steps. Da hilft nur Gewichte. Gewichte stemmen. Da fühlt man sich einfach so frei und frisch und fröhlich und wieder angekommen im Körper. Und nicht so, help, I don't want to be here anymore. Ich verräume mal mein Zeug hier, so viel ist es ja nicht. Na? Na? Who came to join me in the kitchen? The hungry one. Nimmst du dir einen Teller Suppe? Yep. Das ist ja übelst dunkel. Auch das Mehl war total dunkel. Ich habe Vollkornmehl genommen für die. Ja, ich dachte schon, du hast da auch Kakao dran gemacht. Apropos Kakao. Seth hat die Kekse probiert. Zeig mal einen. Einfach dunkle Tale. Und die schmecken schokoladig, ne? Ja, sehr. Hast du einen abgebissen? Hast du abgebissen? Ich habe auch schon einen gegessen vorhin. Aber da waren die noch gerade frisch. Oh Gott, sind die soft. Hm? Ja, geil. Und das ist halt Mürbeteig, das ist ja so sandig. Ja, aber das lieben wir, ich liebe ne? das. Ja, ich liebe das auch. Die schmecken richtig kräftig schokoladig und nicht so süß. Fuck yeah. Die ist Liebe. Oh, fuck yeah. Wird ihr hier jetzt von naschen, so wie sie sind. Aber erstmal die Suppe. Erstmal die Suppe. Mit dem kleinsten aller Löffel. Mit dem winzigsten Löffel, den ich finde. Boah, ich hasse das, wenn Leute so. Na egal. So sind. Oder auch wenn man mit Stäbchen versucht, irgendwas Riesengroßes aufzuheben. Mhm. Das kribbelt mich irgendwie. Mal sehen, ich trinke erstmal ein Glas Wasser. Na, jetzt können aber nicht mal die Snacks zur Seite gestellt werden. Was gucken wir denn jetzt? Weiß ich nicht. Vielleicht den Film von letztens? Ich habe letztens eine Doku geguckt über die Entstehung der Welt. Leben auf unserem Planeten. Über die ganzen verschiedenen Phasen, die Welt so hatte. Eiszeiten und Vulkanzeiten und alles. So super spannend. Best Christmas ever gucken wir jetzt weiter, ne? Ja, ist auch bald zu Ende. Pff, nicht wirklich. Wir haben schon 45 Minuten geguckt und 35 haben wir noch. Wir haben zweimal geguckt und Scheiße. Nur 45 geschafft. Oh, das ist kein gutes Zeichen. Tortur. Nee. Wir können auch was anderes anfangen. Oh, Och, nicht jetzt die Wäsche. Oh. Ich kenne doch nur die ganzen Netflix Christmas. Ja, ich kenne doch auch Movies. Nicht, weißt du doch. Doch, du kennst Kevin allein zu Hause. Ja, cool. Aber den willst du nicht. Das weiß ich. Falling for Christmas habe ich noch nicht gesehen, aber es sieht ganz schrecklich aus. Okay. Wenn du das schon sagst, die Trash-Film-Konnoisseurin. Ja, die. Hallo? Ich habe gar keine Zeit für trashige Filme. Ja, ich gucke nur entweder trashige Filme oder Dokus. Ich habe jetzt angefangen, so eine Serie über so ein Mädchen, die Walter Boys oder so ähnlich heißt das, über so ein Mädchen aus New York, das aufs Land zieht, zu so einer Horde Boys mit Arnold Schwarzenegger. Nee. Was denn? Stirb langsam? Ist das ein Weihnachtsfilm? Ist es ein Weihnachtsfilm? Habe ich letztens auch gehört. Das Wunder von Manhattan. Stimmt, das Wunder von Manhattan ist gar nicht so schlecht. Das ist wirklich ein guter Film, ja. Weihnachten mit Donna Hay. Ist aber, glaube ich, über Essen. Ich weiß nicht, was Donna Hay ist.
Eine wüste Bescherung. Oh, oh Gott. Fuck. Die 12 Weihnachtsdates. Oh Gott. Oh, nicht Richie Rich. Ach, das ist scheiße. Seine letzte Chance. Es gibt einfach nur das Wunder von Manhattan in dieser Auswahl. Runway. Kenn ich nicht. Ach, mit Nina Mogadam. Doch. Oh, die heißt. Wie hast du die gerade genannt? Kennst du gar nicht. Nee. Den erkennt nämlich nicht Nina Mogadam, Leute. Nee, kenne ich nicht. Klärt sie auf. Wer ist das? Die hat mal Togo moderiert. Togo ist quasi das Kinderprogramm auf Super RTL. Nina Mogadam war der erste Crush von allen. Deiner auch? Was? Ich google die gleich. Also, was gucken wir jetzt? Worum geht's denn in Noel? Ja, ich guck gerade. Ich glaube, ich kenne das. Chris Klingels Tochter. Oh ja, Tochter. Oh mein Gott, ja, das kenne ich. Oh Gott. Ist das schlimm? Bisschen. Okay. Das habe ich auf jeden Fall gesehen, ja. Versprochen ist versprochen. Mit anderen Schwarzen, ja. Nein, warum willst du den gucken? Weiß ich nicht. Der trashig aussieht. Die Familie Stone, verloren. Nein, das ist so ein schlimmer Film. Warum ist Hawkeye bei den Weihnachtsfilmen? Nee, hier gefällt mir nichts. Gut. Dann geh zu Netflix. Brilliant. Ach, so eine schöne kalte Suppe. Ach, Schatz, I'm sorry. Da musst du doch Best Christmas Ever wieder anmachen. Nö. Hm? Chance vertan. Instant Family. Wie war's damit? Instant Family. Klasse Weihnachten. Wie war's damit? Ach, das ist eine fucking Serie. Ach so. Jana ist die mitleidigen Blicke Fragen zu ihrem Liebesleben leid. Denkt sie sich verhängnisvolle Lüge aus, um die Feiertage zu überstehen. Das klingt doch nach uns.